Die Schönen, die Reichen und die Mächtigen. Sie sind zu sehen in der Ausstellung Foto Kunst Boulevard im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Die Ausstellung zeigt prägende Fotos, die im Auftrag der Bild-Zeitung entstanden sind, passend zum 65. Geburtstag des Blattes. Es sind Bilder von 26 Fotografen zu sehen, Porträts und dokumentarische Aufnahmen, hauptsächlich von Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen, der Welt des Sports und der Politik. Die Klischees gewähren einen Einblick in das Verhältnis zwischen Stars, Politikern und dem Boulevard. Dementsprechend hochkarätig geht es auch auf dem roten Teppich zu. Zur Eröffnung der Ausstellung kommen unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder mit dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann, die ehemalige Eiskunstläuferin Katharina Witt und die Schauspieler Wotan Wilke-Möhring, Simone Thomalla und Sonja Kirchberger. Die Ausstellung ist bis zum 9. Juli zu sehen.